Jetzt hören Sie doch mal auf mit der dusseligen Recherche. Warum machen wir es nicht einfach wie früher? Wir suchen uns einen Schuldigen und dann arbeiten wir uns bis zur Pointe durch. Ich meine, gibt's doch wahrscheinlich genug. Hier, da, hier, wir nehmen einfach den hier. Der sieht doch schön schuldig aus. Ich weiß nicht, aber ich finde den gar nicht so schlimm. Machen Sie Witze? Der Mann hat es geschafft, sich während einer Pandemie eine sündhaft teure Villa zuzulegen, war aber nicht in der Lage, rechtzeitig ausreichend preiswerte Schutzmasken für Pfleger zu organisieren. Da lässt sich doch was draus machen. Da kann man nichts draus machen. Sehen Sie, das Gesundheitsministerium hat ja im Frühjahr, als die Not am größten war, extra für die Maskenbeschaffung ein Open-House-Verfahren organisiert. Das ist ein Vergabeverfahren. Ich weiß, ich bin Jurist. Wie open war denn das Haus? Wide open. Kommt, es herrschte Maskenknappheit. Und dann hat der Spahn sich hingestellt und gesagt, er garantiert jedem Lieferanten, der Masken bis zu einem gewissen Stichtag liefert, dass er ihm die Masken abkauft zu einem Preis weit über Marktwert. Das ist Young Leadership. Ne? Sagen Sie, was passiert, wenn ich jedem Lieferdienst der Stadt sage, wenn er mir bis 20 Uhr liefert, dann zahle ich ihm für jede Pizza 25 Euro? Dann haben Sie garantiert keinen Hunger mehr. Es wurden also zu viele Masken bestellt, ja? Sagen wir so, im Gesundheitsministerium war man über die große Hilfsbereitschaft der Lieferanten doch durchaus überrascht. Wie viel hat das Gesundheitsministerium denn für die Masken bezahlt? 1,2 Milliarden Euro. Das ist ja unfassbar. War der Etat vor dem Open-House-Verfahren und danach beliefen sich die Forderungen auf 6,4 Milliarden Euro. Wie? Doppelt so viel wie für den Impfstoff? Ja gut, dafür haben wir jetzt von dem einen zu wenig, aber von dem anderen haben wir dafür zu viel. Und ich meine, der Spahn kennt ja seine Grenzen und hat sich deswegen extra professionelle Hilfe ins Haus geholt. Nämlich EY, die hießen früher Ernst & Young, das ist eine Unternehmensberatung. Sagen Sie nichts. Ich weiß, wie wir die Nummer machen, schreiben Sie mit. Wir machen da eine Scheuer-Newton-Nummer draus. Was? Ja, weil EY, das ist doch die Unternehmensberatung mit der Scheuer-Konstante. Bitte Sie, wie soll denn diese Nummer aussehen? Sagt dann der Scheuer, ja, gut, also klar, ins Gesundheitsministerium hat man sich EY ohne Ausschreibung geholt, weil dann ging es ja auch schneller. Scheiße, der Nefton! Was machen diese Unternehmensberatungen denn? Ja, die kosten 9,5 Millionen Euro. Ich meine, was sie tun? Die versuchen, der Flut an Maskenlieferungen Herr zu werden. Klappt denn das? Ja, das kommt jetzt drauf an, was Sie unter Klappen verstehen. Ich weiß nicht. Vielleicht, dass die Händler ihr Geld bekommen. Ja, dann nicht. Weil viele Händler haben ihr Geld noch nicht, klagen vor Gericht, hunderte von Klagen sind anhängig und wir schauen da auf Verfahrenskosten von etwa vielleicht 400 Millionen Euro. Moment. Spahns Ministerium bestellt also zu viele Masken, ja? Ja. Weil sie offensichtlich die Händler nicht zahlen möchten, bezahlen sie stattdessen lieber Unternehmensberatungen. Ja, viel lieber. Also das Gesundheitsministerium, das hat EY so lieb, die haben denen so gesagt, so, ihr kriegt jetzt nochmal 27 Millionen Euro. Ja, aber die arbeiten doch schon für uns, um die Maskenlieferungen zu bearbeiten. Ja, na, das ist ja für den Folgeauftrag. Ja, aber die Händler haben ihr Geld doch noch nicht. Ja, das ist ja der Folgeauftrag. Und EY kriegt den Zuschlag also wieder ohne Ausschreibung, ja? Na, diesmal ganz offiziell, mit Ausschreibung. Weil ja klar war, dass EY den Zuschlag kriegt, weil die hatten sich ja quasi schon in die Materie eingearbeitet. Ja, weil sie ohne Ausschreibung schon mit dem Thema angefangen hatten. Ja, genau. Nein, Herr von Wagner. Ja. So können wir die Nummer nicht machen. Nee. Nein, schauen Sie, der Spahn ist halt einfach nicht der Scheuer. Sehen Sie, ich sag's Ihnen doch, der Spahn ist gar nicht so schlimm. Der ist schlimmer. Was? Aber was soll's, wenigstens haben wir jetzt genug Masken. Na, eben. Na, die Risikopatienten kriegen die Masken ja sogar jetzt umsonst. Ach, die aus dem Open-House-Verfahren, ja? Nein, von den Apothekern. Umsonst? Nee, die Apotheker kriegen 6 Euro pro Maske vom Spahn. Moment. Für Masken, die im Handel maximal 1 Euro kosten? Aber das sind ja dann noch mal mehr Kosten von... Von? von 2,5 Milliarden Euro! Ja, aber der Spahn hat doch gesagt, wir müssen uns jetzt einander viel verzeihen. Ja. Ich wusste ja nicht, dass es so viel zu verteidigen. Sagen Sie mal, Herr von Wagner, warum verteidigen Sie diesen Mann eigentlich plötzlich so vehement? Weil mir eingefallen ist, ich bin auch noch gar nicht geimpft.
Hallo Leute, die Anstalt hat was Neues. Was machen Sie da? Ich glaube nicht, dass ich Ihnen erklären kann, was Sie... Doch, erklären Sie das ruhig. Das ist unser YouTube-Channel. YouTube. Also im Prinzip können die User den Channel abonnieren hier und auf weitere Videos hier gehen und